So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Heute etwas zu spät fast. Ja, es ist schon 0:15 Uhr, aber früher ging es eben nicht mehr. Blicken wir mal auf den JFD Desktop, was heute im Prinzip los war. Zum einen wurde hier der S&P 500 Setup vorgeschlagen. Da wurde zweimal den Market touchiert, aber auf Schlusskursbasis, hier auf Stunden-Schlusskursbasis, hielt der Stopp. Im Idealfall, wie gesagt, hätte er hier gar nicht über die 2165 ausbrechen sollen, sondern hier die Abwärtsbewegung, die Konsolidierungsbewegung fortsetzen. Im Prinzip hat sich jetzt ja nicht viel getan. Ich würde jetzt hier trotzdem weiterhin unter dieser Marke auf eine weitere Korrekturbewegung kann man hier setzen, könnte man. Dann würde frühzeitig um 12:07 Uhr das WTI-Setup präsentiert und da braucht man eigentlich dann nicht viel Worte verlieren. Ich habe es dann nachher dann nochmal dargestellt. Das war dann 16 Uhr, nachdem hier zum vierten Mal hier die Kerze gehalten hat und dann ging es hier rasant nach oben. Kursziel erreicht und in dem Bereich, ja, kurz war man im Minus, aber gefährdet war dieses Setup nicht. Was dann zwar nicht jetzt heute wegen der Zinsentscheidung, wurde das jetzt heute natürlich nicht direkt heute vorgeschlagen. Das Setup war hier am 2. August. Aktiv, wieso jetzt hier der Trendkanal kommt, kann ich gar nicht sagen. Das ist eigentlich nicht von mir. Warum der jetzt dort drin ist, löschen. Hier ging das Ausbruchssetup auf 1 Stunden bzw. 4 Stunden Basis, lief hoch. Dann wurde hier schon die Vorsicht, ja, die Softmarke nach oben gesetzt. Der Stundenschlusskurs oder 4-Stunden-Schlusskurs hier unten wäre schon gefährlich gewesen. Hier unten der Hardstop, der ist dann hier ausgeführt worden. Und ja, sind 30 Pips. Das kann man im Prinzip verschmerzen. Die anderen Setups, eine Borussia Dortmund, das ist 3, 4 Wochen schon, bewegt sich nicht viel. Die Kerze könnte jetzt hier für die Bundesliga, bis Saison beginnt ja bald, könnte jetzt hier für etwas Aufwärtsschub sorgen. Hang Seng Index bleibt hier oberhalb dieser Marke und der Nikkei Index hat hier das Kaufs Limit abgeholt, temporär ging es drunter. Das ist jetzt wirklich eine wunderschöne Umkehrkerze. Den Stopp darf man jetzt hier, ob man direktes Tief oder 100 Punkte oder knapp 80 Punkte weiter tiefer nimmt, sei dahingestellt, aber deutlich anheben sollte man das. Das hatten wir ja schon, das WTI-Setup ja ebenfalls. Pfund gegen australische Dollar ist nichts aktiviert worden. Das fällt jetzt erstmal flach. Das australische Dollar, kanadische Dollar Setup oder Währungspaar jetzt hier ist wieder erneut hier abgeprallt. Hier kommt das Währungspaar einfach nicht drüber. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum DAX. In den letzten Wochen wurde ja eher weniger vorgestellt oder intensiv, wie beschrieben, am Wochenende gesucht und teilweise oder nicht nur teilweise auch sehr gefunden, die Setups. Lief ja hier im DAX schön nach unten. Dann wurde eine Erholungsbewegung bis circa 10.200 oder im Extremfall hier an die 10.270 Marke prognostiziert. Und den ersten Schlusskurs über dieser Marke auf Stundenbasis oder 4-Stunden-Basis wäre hier
dann ein Signal eher, dass die Korrekturbewegung schon abgeschlossen ist. Was ich gestern auch betont habe, weil es hier das wunderschön gepasst hat in der Indikation oder eben auch auf Xetra, da darf der DAX die Korrekturbewegung abgeschlossen sein. Also da war nichts mehr, sieht man ja auch keine Pfeile mehr nach unten, hat es auch hier wunderschön gepasst. Klar, eine hundertprozentige Trefferquote ist jetzt in der Woche dann zu Ende gegangen. Ich habe es versucht, aber gut. Ein, zwei in der Woche, wie jetzt WTI oder auch das andere australische Dollar-Setup, liefen ja perfekt. Und zudem ist hier noch ein neues Nikkei im Prinzip dazugekommen. Und ja, und das DAX-Setup war ja auch sehr schön. Die Gary Weber-Aktie bleibt noch unten, der Kaufmarke. Und was hat die Rocket Internet? Hat sie hier schön erholt. Also passt es soweit. Danke fürs Zuhören und bis morgen.